Freunde, was geht ab? Heute der SSV Ulm gegen TSV 1860 München. Ich bin echt gespannt, Freunde. Das zweite Mal in Ulm und das erste Mal werde ich überhaupt 1860 München live erleben. Also ihr habt schon mitbekommen, München soll 10 von 10 sein. Ulm haben wir ja schon gegen Schalke erlebt, war echt mega. Also Freunde, ich freue mich auf dieses Spiel. Ich nehme euch mal einfach mit in den Tag heute. Viel Spaß mit dem Video. Erstmal auf geht's ins Griff. So Freunde, genug trainiert, gegessen, geduscht und jetzt auf geht's nach Ulm. Also Freunde, angekommen in Ulm. Auf geht's Richtung Donaustadion. Übrigens Freunde, ich habe gerade geschaut, Regenradar. Es soll heute regnen, es ist gerade auch schon gut windig, gut stürmisch. Ich habe Stehplätze ohne Dach. Also schauen wir mal, wie es wird, wenn es anfängt zu regnen. Ob ich dann noch weiter filmen kann oder nicht. Ich hoffe, ich werde die 90 Minuten reinkriegen. Schauen wir einfach mal, let's go, ab ins Stadion. Übrigens, Freunde, schaut einfach mal, was für einen coolen Captain Ulm hat. Einfach meine Story geteilt. Der Jo Reichert, mega, mega sympathischer Typ. Freunde, ankommen vorm Stadion. Flutlicht heute. Überall sind Leute, Wahnsinn. Auf geht's, gehen wir rein. Freunde, jetzt mal anderes Herz. Wie sollen wir da denn stehen? Das wird heute ein Kampf, ey, Wahnsinn. So, Freunde, wir sind angekommen, ey. Also, hier vorne, komplett die 60er Fans. Hier sind ein paar Ulmer. Hier ist komplett Ulm. Leider sehe ich hier nicht mehr viel. Schade. Freunde, 10 Minuten vor Spielbeginn fängt an zu regnen. Kein Dach, kein gar nichts. Das wird jetzt sportlich. Bin hier noch komplett am Rand. Das wird was. Schaut es euch mal an, Freunde, was für ein Ding. Wahnsinn. Hier alles ohne Dach. Genau so wie bei mir. Also Freunde, die Ulmer Fans haben gerade hier Pyro angezündet, aber ich sehe es leider nicht, kann es nicht überlegen. Schade. Also Freunde, die Münchner springen komplett im Block, Wahnsinn. Das sieht super aus. Jetzt geht's aber los hier. Also Freunde, viel Glück an beide Teams. Auf eine geile Party, viele Tore. Ja, let's go. Freischuss für Ulm. Wahnsinn. Da war es schon hingehen. Der Boy ist schon mal wieder. Wahnsinn. Was war denn das für ein Tor? Das war doch eine Flanke. Viele Tore noch kommen, das wird wahrscheinlich das Tor überhaupt in dem Spiel sein. Das haben wir jetzt einfach nicht drauf. Aber Wahnsinn. Das war auf jeden Fall eine Flanke. Das war nicht geplant, aber hey, geiles Tor, muss man sagen. Aber das hätte es ja aussehen sollen. Wir waren auch ein Lüge. Vorsicht, Frau mit Kind. Frau mit Kind. Ah, schick. Man hier mit der Ruhe. Ja, nee, das ist Wahnsinn. Stimmt.
Also Freunde, erste Halbzeit haben wir hinter uns. Ulm 1 zu vorne mit einem netten Megator, muss man einfach sagen. Bin einfach mal gespannt, was die zweite Halbzeit bringt. So, schauen wir uns das Ganze mal an. Freunde, viel Spaß mit der zweiten Halbzeit. So, Freunde, Pyro von 1860. Ja, liebe Gästefans, auch an euch die dringende Bitte, der dringende Hinweis. Bitte unterlasst unbedingt das Abbrennen der Pyrotechnik. Kann man mal machen. Ihr wisst, ihr kennt die Vorschriften im deutschen Profifußball in den deutschen Stadien. Und ihr könnt uns glauben, auch das Donaustadion ist inzwischen auf einem Stand der Technik, dass man da ganz genau sieht, wer tatsächlich. Also bitte aufhören und vielen Dank für euer Verständnis. Die Konsequenzen, es bringt auch nichts, dass der Schiedsrichter jetzt die noch sitzen mit den Freunden. 2-0 wäre schon fertig. Schade. Und der Qual für Ulm. Oh, der kommt gut. So, hier geht es weiter mit dem Leckerlo bei 1860. Ja, das ist München, große Liebe, Stolz von Giesing, TSV! Und da geht weiter die Post. Eieiei, da wird aber viel gezündet, Leute. Wahnsinn. Aber sieht gut aus. Das ist der letzte, der verstanden hat. In Deutschland Fußballstadien ist es abhängig. Und im Ruhr gibt es noch ein Stadion dazu. Und wir bitten noch herzlich um euer Verständnis. Es bringt doch nichts. Und mehr wie am Spiel. Hier wird weiter gezündet und gezündet. Wahnsinn, Freunde. Donaustadion ausverkauft. 17.000 Zuschauer heute. Unglaublich. Freunde, Freistoß für Ulm. Freunde, er hat den fliegenden Holländer gemacht, den Van Persie. Wahnsinn. Weißt du, wie die Pizzeria ins Bett löst? Freunde.
Freunde, es hat wieder angefangen zu regnen. Und 68 Minuten auch wieder hier Raketen und Türen und Bänkern und alles raus. Ulm kommt. Ich verlasse mal das Gelände hier und melde mich dann später nochmal. Also Freunde, es ist geschafft. Ich wundere euch nicht wegen dem Echo. Ich bin hier in der Tiefgarage. Ja. Ulm 1-0 gewonnen. Ich muss aber sagen, es war jetzt nicht das spektakulärste Spiel. Ich glaube, da stimmen mir einige Leute zu. Es haben auch die Fans neben mir gesagt, oh, es wird jetzt so langsam ein bisschen langweilig und alles. Ja, langweilig war es nicht, aber so. Ganz so spektakulär, wie ich es erwartet habe, war es jetzt nicht. Spielerisch, fantechnisch war es. Also 1860 München mit ihren Pyros und 90 Minuten Stimmung, das ist der Wahnsinn. Weil ich natürlich in der Nähe von den Münchnern war, habe ich wenig die Ulmer drüben gehört. Das ist halt immer so, im Stadion kann man nichts machen. Trotz dessen, ab und zu hat man mal das ganze Stadion gesehen, gehört, wie man es, ja, wie die alle Ulmer geschrien haben, oder mal hier auf der Haupttribüne Ulmer, dann hier auf der Gegentribüne, dann bei den Ultras, und das ist halt echt, also ich muss sagen, dritte Liga heute, Wahnsinn, fantechnisch, beide Teams sehr, sehr geil, sehr, sehr stark, hat mir Spaß gemacht, ich habe ein bisschen mehr Tore erwartet, aber ja gut, hey, ist halt so, ne? Freunde, das war's mit dem Video. Ich habe ein Gewinnspiel am Laufen, auf Instagram, schaut gerne vorbei, ihr könnt ein Trikot eurer Wahl gewinnen, und ja, checkt einfach mal Instagram ab, und ja, Freunde, das war's, lasst gerne ein Abo da, liked das Video, kommentiert und teilt, ja, wir sehen uns beim nächsten Mal, macht's gut, ciao.